Profi-Tipps aus erster Hand. Das Studio-Ast Pat Bergeson erklärte den Teilnehmern grundlegende Jazz-Akkordfolgen und Skalen. Eine 90-minütige Mischung aus Theorie und Praxis für Anfänger und Fortgeschrittene. Pat Bergeson führte die Hobby-Gitarristen in die Techniken des Fingerstyle-Jazz ein und zeigte ihnen den gezielten Einsatz von Dynamik. Auch seine Ehefrau und Bandkollegin Annie Sullick nahm an dem Workshop teil. Für sie war der Kurs natürlich kostenlos. Ich gehe nicht immer hin, dann nicht, wenn ich meine Stimme trainieren muss oder noch am Set arbeite. Dann kann ich nicht zum Workshop. Aber wenn es der Tag zulässt, dann gehe ich gerne hin. Ich lerne immer so viel von ihm und bin dann immer schwer beeindruckt, dass du so viel weißt. Wow. Die Jazzschüler waren froh, die Chance nutzen zu können. Schließlich gehört Pat Bergeson zur Elite des Jazz-Business und arbeitete bereits unter anderem mit Chet Atkins und Johnny Cash zusammen. Auch für spezielle Wünsche nahm er sich Zeit. Ist da noch irgendwas, das euch interessiert in den letzten Minuten? Wenn du noch ein paar Minuten hast, würde ich gerne ein paar Sololäufe lernen. Okay, hier ist der erste Teil. Okay. Ich bin so ein Hobbygitarrist und ich gehe immer hier gerne in zu Workshops. Hab, wie gesagt, viel gelernt, sehr gründlich, und er ist ein toller Typ, guter Lehrer, sehr didaktisch, wirklich klasse. Kann ich nur weiterempfehlen. Und heute Abend ist noch ein tolles Konzert. Nach der Lehrstunde begann das Konzert Anytime in intimer Atmosphäre. Annie Sullick überzeugte mit viel Charme und ihrer modulationsfähigen Stimme. Ihr Gesang verschmolz mit Pat Bergesons glockenreinem Gitarrenspiel. Das gemeinsame Tourleben stärkt die frische Ehe der beiden Musiker umso mehr. That's the best part of it. Das ist das Beste daran. Ja, es ist großartig. Wir reisen zusammen und machen auch gemeinsame Erfahrungen, genau wie wir gemeinsam Musik machen. Es ist großartig für uns und gut für unsere Beziehung. Oft reiste ich allein und er blieb zu Hause oder andersrum. Aber auf dieser Tour können wir beide sein und ich genieße das. Wir vermissen nur unseren Hund so sehr. Der wartet in Nashville auf dem Sofa. Auf den CDs findet man auch Pats Mundharmonika-Spiel der besonderen Art. Infos zu den Konzerten gibt es auf den Webseiten der Künstler. I wanna know.